Funchal, die Hauptstadt von Madeira, liegt im Südosten der Insel. Am Beginn der Kaimauer im Westen der Stadt stehen die Reste des Forts Saint-José, dessen Besitzer 2007 die Unabhängigkeit als Fürstentum Pontinha erklärte. Dahinter legen die Kreuzfahrtschiffe an. Gegenüber hat Ronaldo ein Hotel mit Museum errichtet, in dem seine Trophäen ausgestellt sind. Auf einer Anhöhe hinter dem Hafen befindet sich der sehr schöne Santa Catarina Park mit der gleichnamigen Kapelle. Daneben ein Denkmal für Christoph Kolumbus. An der Rotunda hinter dem Park beginnt die Avenida Arriaga, die Hauptstraße der Stadt. Wir gehen aber erst hinauf zum Fort San João, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Derzeit bietet es nur eine Cafeteria und eine Aussichtsterrasse, von der man einen schönen Blick auf die Stadt hat. Vorne links erkennt man den Kirchturm des Klosters Santa Clara. Das im 15. Jahrhundert gegründete Franziskaner-Nonnenkloster ist noch immer in Betrieb und deswegen besonders originell erhalten. Auch die bemalte Balkendecke zählt zu den schönsten der Insel. Zu bestimmten Zeiten kann man mit Führungen auch den Klostertrakt mit dem Kapitelsaal und dem Kreuzgang besichtigen. Die Quinta das Cruces hinter dem Kloster ist ein britisches Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert. Im Garten sind Relikte nicht mehr vorhandener Gebäude ausgestellt. Das Innere ist im Stil des 18. und 19. Jahrhunderts eingerichtet. Madeira war ein wichtiger Stützpunkt auf dem Seeweg nach Asien, den auch die Briten gerne nutzten, die mit den Portugiesen ihre Aversion gegen die Spanier verband. Geht man die Straße zum Zentrum hinunter, kommt man an der Kirche San Pedro vorbei, nach der das ganze Viertel benannt ist. Das Viertel wirkt im Gegensatz zu der sonst schön herausgeputzten Stadt etwas vernachlässigt. Wir gehen nun weiter hinunter bis zum Stadtpark. Er reicht bis an die bereits erwähnte Avenida Arriaga, die heute eine Fußgängerzone ist. Gegenüber steht das Stadttheater und daneben das exquisite Café Ritz. Den Quadranten bis zur Avenida do Mar nimmt der Palacio de San Lorenzo ein. Der ab dem 16. Jahrhundert erbaute Palast ist noch immer Sitz des Militärkommandos. Zwei Blocks weiter steht an der Avenida do Mar das Gebäude der Regionalversammlung. Daneben die kleine Kapelle Santo Antonio aus dem Jahr 1615. Der als Antonius von Padua bekannte Heilige wurde übrigens in Lissabon geboren. Zurück auf der Avenida Arriaga kommt man zum Denkmal von João Gonçalves Zarco, einem der Entdecker Madeiras. Den Abschluss der Avenida Arriaga im Osten bildet die im Jahr 1508 eingeweihte Kathedrale. Im Inneren sticht der prächtige Altarraum hervor. Auffällig ist das farbenprächtige Chorgestühl. Die Holzdecken des Querschiffs erinnern im Stil an die Kanarischen Inseln. Typisch portugiesisch dagegen die Azulejos am hinteren Ausgang. Die Nordseite des Rathausplatzes nimmt die Kirche des Jesuitenkollegs ein. Außen eher schlicht ist die im 17. Jahrhundert erbaute Kirche eine der größten und prächtigsten der Insel. Das gilt auch für die bemalte Holzdecke. Der nördlich anschließende Kreuzgang wurde erst vor kurzem schön renoviert. Die Räumlichkeiten werden heute von der Universität genutzt, sind aber öffentlich zugänglich. Im nächsten, ebenfalls noch zum Jesuitenkolleg gehörenden Gebäude, wurde eine Bodega für den berühmten Madeira-Wein eingerichtet. Auch in diesem markanten Gebäude weiter östlich befindet sich ein sogenanntes Weinmuseum.
Auf der Ostseite des Rathausplatzes steht das Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, das die Stadt 1883 einer wohlhabenden Familie abkaufte. Der Innenhof ist an Werktagen zugänglich. Auf der Südseite des Platzes ist im ehemaligen bischöflichen Palais das Museum für sakrale Kunst untergebracht. Bemerkenswert ist dieser 1654 hergestellte Schnitzaltar, der nur in der Karwoche in der Kathedrale aufgestellt wurde, speziell für den Gründonnerstag. Weiter im Süden bietet sich der Kolumbusplatz für eine Kaffeepause an. Das Zuckermuseum, das die Geschichte des Zuckeranbaus auf der Insel thematisieren soll, ist wohl noch nicht ganz fertig. Kurz vor der Avenida do Mar stößt man auf das einzige erhaltene Stadttor. An dem modernen Platz der Autonomie kommt man auf der anderen Seite zum Mercado dos Lavradores, der großen Markthalle der Stadt. Eine Spezialität von Madeira sind die Früchte des Philodendron. Eine weitere Spezialität ist der schwarze Degenfisch, Espada. Östlich der Markthalle führt die Straße Santa Maria durch den östlichen Teil der Altstadt. Sie ist eine typische Touristenmeile mit vielen Restaurants für Kreuzfahrer, Souvenirläden und bunt bemalten Türen. Am Ende der Straße steht das Fort Santiago, mit dessen Bau 1617 begonnen wurde. Heute beherbergt es ein Restaurant und eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Bereits kurz nach dem Platz der Autonomie kommt man an der Küste zur Talstation der Teleférico. Sie fährt hinauf zum Ortsteil Monte, der für seine Parks bekannt ist. Wer schon in Asien war, kann sich auch den überteuerten Park Monte Palas sparen. Historisch bedeutsam ist dagegen die 1818 eingeweihte Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte. Es ist aber weniger die Kirche selbst mit dem hier verehrten Wallfahrtsbild, als vielmehr das Grab des letzten österreichischen Kaisers Karl I., der hier seine letzten Jahre verbrachte und 1922 im Alter von nur 35 Jahren starb. Vor der Kirche wundern wir uns über die an der Mauer hängenden Jacken. Sie gehören den Carreros, die Touristen in handgemachten Korbschlitten den Berg hinunterkarren. Früher führte eine Eisenbahn hier hinauf, nur der alte Bahnhof am Largo da Fonte ist noch erhalten. Unterhalb beginnt der öffentliche Stadtpark, der sich bezüglich Vegetation mit den anderen durchaus messen kann. Die ehemalige Residenz der österreichischen Kaiserfamilie im Jardim do Emperador scheint weder die EU noch die Portugiesen zu interessieren, denn sie ist völlig verfallen. Auch der Park ist in bescheidenem Zustand. Von Funchal gelangt man auf einer gut ausgebauten Straße auf den fast höchsten Gipfel der Insel. Von dort kann man auf einem gut ausgebauten Weg zum nur 50 Meter höheren höchsten Gipfel gehen. Eine neu ausgebaute Panoramastraße führt zu einem Aussichtspunkt mit einem herrlichen Blick auf das sogenannte Nonnental. Während wir hier fast allein sind, kommen wir ein paar Kilometer weiter zu dem Aussichtspunkt Aire, an dem sich meist Scharen von Touristen tummeln. Bis vor einigen Jahren war dieses Tal nur auf Bergpfaden erreichbar. Heute ist es dank der EU über ein 2,5 Kilometer langes Tunnel erreichbar. Asphaltierte Straßen führen bis in die hinterste Ecke. Auf einem markanten Felsvorsprung im Südosten der Insel steht der 14 Meter hohe, in den 20er Jahren erbaute kleine Bruder von Rio. Eine der 7 Seilbahnen Madeiras führt hinunter zum Strand. Von hier sind es nur noch ein paar Kilometer zum Flughafen.